Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von IZTV. Unser diesmaliges Thema ist Islamische Zeitung Nummer 166, frisch vom Drucker. Ich habe hier den Chefredakteur der Islamischen Zeitung, Herrn Willems. Ich begrüße Sie recht herzlich. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. In der neuen Ausgabe auf dem Titelbild gibt es einen Artikel, den Ball flach halten. Es geht offensichtlich über die Anschuldigungen und Anwürfe gegen führende Vertreter des Islams in Deutschland. Was ist die Position der Islamischen Zeitung? Was können Sie uns neu dazu berichten? Also egal, was wir jetzt sagen, muss man immer unter dem Vorbehalt sehen, dass natürlich die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Das führt uns zum ersten Punkt unserer Position. Ist es wie bei jeder anderen staatsanwaltschaftlichen Ermittlung natürlich die Unschuldsvermutung geht. Entschuldigung. Das heißt, bis zum endgültigen Urteil in einem Prozess oder bis zu einer endgültigen Einstellung gehen wir mal davon aus, dass diese Unschuldsvermutung zu gelten hat. Und es ist ein schlechtes Zeichen unserer Zeit und der aktuellen Debatte um den Islam in Deutschland, dass diese Unschuldsvermutung für viele Journalisten und für viele Politiker einfach nicht mehr zu gelten scheint. Das ist bedauerlich und das wirft auch ein Licht auf die Debatte um den Islam und um die Muslime in Deutschland. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir befinden uns am Anfang vom Wahlkampf. Nach ein paar Jahren einer sehr, im Grunde sehr unglücklichen Koalitionsregierung, die ja, wenn man das mal so sagen darf, nicht politisch sich nicht wirklich abgrenzen und positionieren konnte, geht es jetzt darum, sich zu positionieren. Es geht natürlich auch darum, sich in Sachen Innenpolitik zu positionieren. Wolfgang Schäuble hat, egal was man davon halten mag, sich vor einigen Jahren mit der Deutschen Islamkonferenz sehr weit rausgewagt, hat was getan, was sein Vorgänger in zwei Legislaturperioden nicht getan hat, hat nämlich die Muslime an den Tisch gebracht. Wie gesagt, man kann nochmal gesondert über die Frage der Islamkonferenz reden, aber das hat er getan. Und jetzt müssen sich natürlich andere aus seiner Partei, aber auch aus den anderen Parteien natürlich dazu positionieren. Und da ist natürlich so ein Vorgang und die relativ vorschnelle Forderung, die Islamkonferenz doch mal eben so einzustellen, sehr gut geeignet. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, was diese Berichterstattung und auch die Positionierung über diese Ermittlungen zeigt, und wir machen uns natürlich nicht die Position der Betroffenen zu eigen, das ist, können wir nicht als Medium. Aber was es zeigt, dass wir natürlich im Augenblick einen organisierten und konzertierten Angriff auf den organisierten Islam in Deutschland als solches sehen. Das heißt also, jene Muslime, die sich nicht als Individuen verkaufen, sondern die gemeinschaftlich verortet sind, als Jama, wie man als im Arabischen sagt, und natürlich auch ein Angriff gegen jede Form von Religiosität, die es sich erlaubt, relevante Positionen zu gesellschaftlichen Fragen einzunehmen. Man möchte Einzelvertreter, muslimische Einzelvertreter haben, die zu schwach sind, um Position zu beziehen. Und die Ermittlungen laufen ja gerade gegen die beiden herausragenden Köpfe oder Repräsentanten von jeden Organisation, die ja eine gewisse Masse repräsentieren und damit auch eine gewisse, zumindest potenzielle Einflussnahme zugunsten der Muslime. Also das wäre die Bedeutungsebene unserer Meinung nach von diesen Ermittlungen. Die neue übergeordnete Dachorganisation KRM war etwas ruhig in diesem Sachverhalt. Es gab, glaube ich, auch keine Presseerklärung. War das ausreichend? Waren Sie zufrieden damit? Also zweimal nein. Also weder waren wir zufrieden damit, noch waren wir ausreichend damit. Das sage ich als Beobachter der Situation. Wir sind keine politische Entität, aber als Medium muss man doch auch Position beziehen. Und nein, wir sind weder zufrieden damit, dass es keine Presseerklärung gab, keine aussagekräftige, noch war das irgendwie gut. Weil ich meine, die beiden betroffenen Hauptorganisationen sind über die Dachverbände Mitglied im KRM, hätten also schon eine Verteidigung verdient, wenn wir mal die Unschuldsvermutung gelten lassen. Aber es gibt auch wirft auch ein schlechtes Licht auf die Führung des KRM, wenn sie sozusagen nicht bereit ist, sich in solchen Situationen vor Muslime zu stellen, bis ein endgültiges Urteil gefällt ist. Heißt das im Grunde, dass sie keinerlei politischen Einfluss ausüben kann und dass sie nicht in der Lage ist, Muslime zu mobilisieren. Und das bedeutet, dass sie in den anstehende Verhandlungen im Rahmen der Islamkonferenz, aber auch im Rahmen von Länderverhandlungen zum Thema Islamkonferenz nicht wirklich in der Lage sein wird, relevante und fundamentale Positionen von muslimischer Seite formulieren zu können. Zentrales Thema in der neuen Islamischen Zeitung, das ist nicht sehr verwunderlich, die Finanzkrise. Wir erleben ja gerade den G20-Gipfel in London und wir erleben alle zusammen, dass unser Geld immer weniger wert wird. Wie reflektiert die Islamische Zeitung darauf? Ich habe gesehen, es gibt einen Artikel über Zins, die Zinsfrage. Aber auch, fand ich sehr spannend, eine Repräsentantin der Attac-Bewegung wird interviewt. Wie war denn das Interview? Hat das irgendwie das Thema aufgeklärt oder wie war die Erfahrung damit? Vielleicht, wenn ich vorausschicken darf, die Finanzproblematik, die Frage von Wirtschaft beschäftigt uns seit Ausgabe 1. Also wir sind da keine Neulinge. Wir haben vor einiger Zeit auch eine Sonderausgabe der EZ zum Thema Finanzkrise herausgebracht. Wir verfolgen das seit Jahren,
ohne uns selbst loben zu wollen, haben auch im Grunde schon vor Jahren gesagt, dass das jetzige System nicht haltbar ist. Und von daher ist es für uns immer von Bedeutung. Und zwar nicht nur, oder zwar nicht aus einer politischen, ideologischen Position heraus, sondern weil wir Muslime sind. Also wir interessieren uns dafür, weil wir Muslime sind. Warum? Weil es gibt im Koran ganz dezidierte Aussagen zum Thema Ökonomie, zum Thema Zins. Das haben Sie erwähnt, wir haben einen langen Artikel über die Zinsproblematik. Zwei Artikel, um genau zu sein, in der aktuellen Ausgabe. Und natürlich in dem Maße, wie wir uns damit beschäftigen, beschäftigen wir uns mit alternativen Positionen, wir beschäftigen uns mit Kritik an dem jetzigen Finanz- und Wirtschaftssystem aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Das ist ja wichtig, Attac ist kein Randphänomen, das sind keine Spinner, das sind keine Verrückten, keine gefährlichen Verrückten, sondern das sind, ich sag mal, sehr normale Leute. Ne? Also mein Nachbar oder mein ehemaliger Schulleiter könnten einfach heute locker Attac-Mitglieder sein. Und die Tatsache, dass sie zu ihrem jüngsten Kapitalismuskongress 3000 Leute nach Berlin gebracht hat, bedeutet A, dass Attac bei weitem nicht abgeschrieben ist, noch bedeutet es, dass Attac irrelevant ist, sondern die jetzige Krise zeigt ja, dass die Positionen von Attac zumindest auch für Muslime relevant sein können und bedenkenswert, ohne dass ich mir jetzt alles zu eigen mache. Es gibt sicherlich Punkte, da müsste man mit Attac selber streiten, ob das so passend ist oder ob die Analyse stimmig ist. Aber es ist für uns wichtig, das zu Wort kommen zu lassen.